Lieber Krebs, das ist die allgemeine Monatsprognose für Dezember 2020. Mein Name ist Emanuel von Senstern. Ich bin dein astrologischer Lebensberater in Berlin. Wir haben dann am 1. des Monats Merkur in Schütze eingetreten. Bis 21. Dezember könntest du viele Informationen sammeln und auswerten, um dir einen großen Überblick von einer Sache verschaffen. Tägliche Aufgaben und Routinen können herausfordernd sein, da man gleichzeitig mehrere Dinge zu erledigen hat. Möglicherweise wird sich die Gesundheit eines geliebten Menschen deutlich verschlechtern oder verbessern. Beides ist möglich. Wir haben zwischen 2. und 6. des Monats Venus Trigon Neptun. In Sachen Liebe kann sich emotionale Tiefe an diesen Tagen entfalten. Wenn du eine Tochter hast, dann wirst du mit ihr eine schöne Zeit verbringen. Kreative und soziale Interaktionen stehen im Vordergrund. Zwischen 7. und 9. des Monats ist Sonne Quadrat Neptun. Das heißt, deine finanzielle Lage könnte sich verschlechtern oder du wirst bald große Ausgaben haben. Eine Auszahlung oder Gehaltserhöhung ist von diesem Aspekt schlecht beeinflusst. Zwischen 10. und 11. des Monats haben wir Sonne Trigon Mars. Dein Leistungswille und Leistungsstärke dürften sich erhöhen und dir erlauben, Herausforderungen erfolgreich zu meistern. Es empfiehlt sich, keine voreilige Handlung zu begehen, ohne eine Sache vollständig überprüft zu haben. Zwischen 12. und 13. des Monats haben wir Merkur Quadrat Neptun. Sei vorsichtig bei der Bedienung von Geräten. Das ist sehr wichtig, mein lieber Krebs, denn das Unfallrisiko steigt an. Schwierigkeiten in Verbindung mit dem Thema Auto, Transport und Schriftstücke sind möglich. Am 14. haben wir einen Neumond und eine Sonnenfinsternis in Schütze. Bis zum Jahresende sollte man neue Handlungsstrategien entwickeln, damit man sich von ungünstigen Situationen oder Verhältnissen reibungslos befreien kann. Die Themen Gesundheit und innere Reinigung werden wichtig sein. Am 14. haben wir Saturn im Wassermann eingetreten und das heißt, bis März 2023 ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du dich von jemandem für immer verabschiedest oder dass du eine unerwartete berufliche Änderung erlebst. Es stellt sich die Frage, ob du eine Zeit des Umbruchs psychisch und finanziell in dieser Zeit bis 2023 durchhalten kannst. Die Genauigkeit dieser Aussagen hängt vom individuellen Geburtshoroskop ab. Am 15. haben wir Venus in Schütze eingetreten. Falls es gesundheitliche Probleme gab, dürfte man bald eine gesundheitliche Verbesserung beobachten. Dies trifft besonders zu, wenn du eine chronische Krankheit hattest. Mit Venus im Haus der alltäglichen Arbeit wird man seine alltäglichen Pflichten mit mehr Freude erfüllen. Zwischen 17. und 19. haben wir Saturn und Jupiter im Wassermann eingetreten. Je offener man für Veränderungen ist, desto einfacher wird man sich von einschränkenden Umständen befreien können. Zwischen 20. und 21. haben wir Jupiter-Konjunktion Saturn auch in Wassermann. Durch neue Erkenntnissen wirst du deinen Horizont immer mehr erweitern können, mein lieber Krebs. Dies gilt besonders in den Bereichen der Bildung und des Berufes. Zwischen 22. und 23. haben wir Mars Quadrat Pluto. Selbstgerechtigkeit kann sich als sehr unpraktisch in der zwischenmenschlichen Interaktion erweisen, da es tiefe Meinungsunterschiede vorkommen können. Zwischen 24. und 28. haben wir Merkur, Trigon, Uranus. Mit Uranus im 11. Haus der Freunde steigert sich dein Bedürfnis, dich in irgendeiner Form mit deinen Freunden auszutauschen. Neuigkeiten in den Bereichen des Geldes und Besitzes sind zu erwarten. Und dann zwischen 30. und 31. haben wir einen Vollmond in deinen Zeichen.
Das Jahr endet mit einer Betonung auf partnerschaftlichen Angelegenheiten und rechtlichen Fragen. Die Wohnsituation von vielen Krebsen könnte sich bald mit diesem Vollmond ändern. Mein lieber Krebs, mit diesen allgemeinen Aussagen bin ich fertig mit Dezember 2020. Wenn du eine genaue Prognose für die kommenden Jahre brauchst, kannst du gerne eine individuelle Beratung bei mir buchen. An dieser Stelle wünsche ich dir frohe Weihnachten und alles Gute im Jahr 2021. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.